Ja, herzlich willkommen bei Effodent TV. Ja, es gibt ein paar kleine Änderungen, Informationsvideo diesbezüglich. Ja, mal Jahresende ist es und wir haben bereits in der Sommerpause in diesem Video etwas dazu gesagt, zu der telefonischen Erreichbarkeit, die sich hier ganz einfach hier geändert hat. Link unten findet ihr in der Beschreibung. Und ja, es ist auf jeden Fall so, wir ziehen um. Die Adresse ändert sich jetzt aus. Wir sind eigentlich sogar schon mitten beim Umzug. Es ist halt, wenn du mit der Firma ganz einfach hier eine Umstellung machst, es ist halt ein ganz anderes Kaliber, als wenn du nur alleine umziehst. Die Gründe sind eigentlich im Prinzip recht einfach. Wir haben lange darüber geredet. Wir haben bereits die ersten Änderungen schon im August ja vorgenommen, was die Videos angeht. Aber da sage ich ja noch gleich was dazu. Es ist auf jeden Fall so gewesen. Es war, da habe ich keinen Land mehr gesehen. Das war ganz einfach scheiße. War es bisher ganz einfach immer so, dass ich drüben in der Hochvogelstraße immer unten meinen Wohnraum hatte und oben praktisch hier das Büro war es. Wir hatten, es war eine Arbeitszentrale, es war eine Kommunikationsschnittstelle und mit einem Studio nebenan, ganz einfach, wo wir unsere Videos abgedreht haben. Und das haben wir ganz einfach aufgegeben. Der Grund war ganz einfach der, weil da immer mehr Leute, ich weiß nicht, wo es da mit der menschlichen Rücksicht einfach ist. Da sind Leute gekommen, die haben am Sonntag, wo ich meinen heiligen Tag habe, bei mir privat geklingelt, standen 13-, 14-jährige Teenagerinnen bei mir vor der Türe, die geheult haben, weil der Freund weg ist. Und das Fass lief über, als dann vor einiger Zeit, hier im Juli-Zeitraum war das, da geht bei mir ganz einfach die Alarmanlage los. Es ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ich springe aus dem Bett, ziehe mein Bärentöterklare und gehe runter in den Garten. Und da steht so ein Betrunkener, mitten in meinem Garten steht da so ein Betrunkener da drin. Und ja, mein Ex ist weg, der kommt gerade vom Kessel aus, das ist eine Diskothek in Augsburg. Und hat jetzt da einen neuen Freund. Himmel, Arsch und Zwirn, ich hätte die Kerl fast abgeknallt. Ich hab da Jungs, Mädel oben bei mir im Schlafzimmer, meine Freundin, die hat Angst. Und es ist mitten in der Nacht. Ich meine, es wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn er da vorne an der Türe geklingelt hätte und wir hätten angesprochen. Ich habe ihn auf jeden Fall dann beruhigt. Du, pass auf, krieg du mal wieder ein, mach dich mal locker. Ich habe ein bisschen geredet, habe den Mann dann weggeschickt. Ich habe gesagt, er soll mir bitte eine E-Mail zuschicken. Aber das geht ganz einfach zu weit. Das funktioniert ganz einfach so nicht mehr. Wir haben auch im Team darüber gesprochen. Ich habe mit meiner Freundin auch unterhalten. Es geht auch so nicht mehr. Wir haben gesagt, wir ziehen um. Büro wird in Zukunft getrennt. Da war noch nie Parteiverkehr. Ich habe die Coachings, wir haben die Coachings immer draußen auf der Straße, in den Cafés, in den Bars, da wo das wahre Leben ist. Drüben am Kusi haben wir uns für die Dinge gekümmert, haben wir uns für diese geistigen Übungen ganz einfach hier haben wir uns darum gekümmert. Es geht ganz einfach so nicht mehr weiter. Wir haben gesagt, Büro und Wohnraum, es wird das ganz einfach getrennt. Das greift viel zu stark in mein Privatleben über. Bei den Videos ändert sich auch etwas. Das Video, es kommt jetzt noch ein Video raus, noch vor Weihnachten. Ob das jetzt heute noch an diesem Tag, wo das Video rauskommt, morgen oder übermorgen online geht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Hängt von der Bearbeitung und von der rechtlichen Prüfung dann noch ab, je nachdem, wann das Video wieder da ist. Ich blende es einmal hier unten ein. Es wird das letzte Video sein aus der neuen Ex-Zurückreihe, die letztes Jahr Ende des letzten Jahres da ganz einfach reingekommen ist. Es kommt danach. Zum nächsten Jahr dann, wir starten dann auch wieder mit einer neuen Reihe, wir gehen jetzt in die Winterpause rein und werden so ab Mitte, Ende Februar, Anfang März wieder auf YouTube präsent sein. Wir werden auch beginnen, das Video ist dann auch noch in der Bearbeitung, es kommt dann auch noch raus. Das wird auch das letzte Video in der Trennungsschmerzenreihe sein. Es gibt Änderungen, was die Videos angeht. Vielleicht ist es schon aufgefallen, zwischen der Sommer- und der Winterpause haben wir nur noch ein Video pro Woche rausgehauen. In der Regel waren es immer so zwei, drei. Da gibt es Änderungen. Das, was ich schon länger schon gesagt habe, ich rede schon seit zwei Jahren, wir gehen immer mehr und mehr in diese interaktiven Geschichten rein. Es werden immer mehr wechselnde Orte, ganz einfach. Wir bringen ein bisschen Abwechslung in den Kanal ganz einfach einmal rein. Verlassen auch das Studio. Das Studio, das geben wir komplett auf. Das machen wir nicht mehr. Kostet uns nur unnötig Zeit und Zeit habe ich immer weniger. So viel auf jeden Fall schon einmal dazu. Und zu den telefonischen Änderungen, ich blende es gerne hier unten nochmal ein, sage ich gerne, ist nur ein Link unten in der Beschreibung, habe ich ja schon im Sommer gesagt, dass hier das Festnetz aufgegeben worden ist, könnt ihr euch gerne ansehen. Und da, es kommt dazu auch noch zum Jahresanfang ein Video heraus, wie das jetzt bei den Klienten läuft. Zu den Klienten, wer jetzt gerade von den aktuellen Klienten zusieht, da geht ein Pop-up jetzt sowieso auf der Homepage, jetzt sobald wir in die Winterpause gehen. Wir werden zwischen den Weihnachtstagen, bin ich für das Stammklientel wie jedes Jahr auf jeden Fall da, zwischen den Feiertagen und zwischen Weihnachten und Silvester und danach unmittelbar dann auch. Für alle Neuankömmlinge, einfach ob ihr den Skype-Button benutzt oder ob ihr auf Ex zurück oder Trennungsschmerzen, je nachdem, welches Coaching es geht, einfach anschreibt, entsteht, die kommen automatisch, werden die in eine Warteliste reingedonnert und ich melde mich auf jeden Fall umgehend wieder zurück. Sobald wir natürlich da sind, gehen wir natürlich dann, sage ich einmal, chronologisch durch. Ja,
Euch wünsche ich auf jeden Fall einmal ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Viel Glück, viel Gesundheit, alles Liebe. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, für jeden und für jedes Abo auch natürlich. Dann auch besten Dank von meiner Seite und auch für sämtliche positiven Zusprüche. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und diesbezüglich kommen auch mehr Sendungen mit der Couch. Und es wird in Zukunft auch mehr gemacht in Sachen Beantwortung diverser Fragen, die unseren Kanal ganz einfach erreichen. Und ich wünsche auf jeden Fall noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich schließe dieses Video auch so ab, wie ich das letzte Jahr Weihnachtsvideo abgeschlossen habe. Wir sehen uns.